Wir beschäftigen uns heute wieder mal mit dem Werfen. Wir hatten Folgendes gemacht. Wir hatten etwas fallen lassen. Das war kein Wort, sondern es war ein bisschen Fallversuch. Und zwar, wir hatten ein Gerichtchen und das fallen lassen und haben die Zeit gelassen, die dieses Gerichtchen brauchte, um diese Strecke bzw. den Täter auf seine Höhe zurückzulegen. Wir kamen da auch ungefähr 7 Meter, hatten wir errechnet. Wir haben sie oben einfach aus der Höhe rausfallen lassen und haben mit mehreren Leuten die Zeit gestoppt. Das war die eine Geschichte. Jetzt müssen wir uns mal wieder was klar machen. Wenn ich Flug arbeite, nicht wie die gut, ne? So. Wenn ich Flugarbeit verrichte, dann verleihe ich einem Gegenstand potenzielle Energie und die ist genauso groß wie die Hubarbeit. Also die Energie, früher hat man sie auch mit W angegeben, heute kann man sie auch mit E angeben, ist genauso, die potenzielle Energie ist genauso groß wie die Hubarbeit, die ich verrichtet habe. Das haben wir, ich sage immer, je höher das Klatsch, je höher ich etwas gehoben habe, umso lauter fliegt es dann unten auf. Das heißt, wenn dann etwas wieder heruntergefallen ist, hat es eine gewisse kinetische Energie, die hat also die potenzielle und kinetische Energie umgesetzt und dadurch hat man gemerkt, je höher ich es gehoben habe, umso mehr potenziell das Können, die Möglichkeit etwas zu tun, umso mehr konnte diese potenzielle und kinetische Energie umgesetzt werden. Wenn man davon nur ausgeht, könnte man ja folgende Formel aufstellen, das hat man schon mal gemacht. Das findet man auch in Tafelwerken und sonst was. Die Hubarbeit ist Masse mal Höhe. M mal G mal H. Und ein halb M mal V Quadrat, das war die kinetische Energie. Also ich könnte auch hier Schrägstrich klein Kin ranschreiben. Und wenn ich davon ausgehe, dass ich sage, naja, jetzt müsste man mal die Höhe ausrechnen, und zwar die Höhe auf unseren anderen Versuch. Ja, wie kommt man da ran? Na, ganz einfach, wir stellen um. Wir sagen, wir kürzen erstmal durch M. Durch M teilen ergibt, dass M rausfällt. Es ist nicht mehr von der Masse abhängig, dieses ganze Ding. Und wenn ich das jetzt umstelle und sage, ich möchte kleiner haben, dann muss ich noch durch G teilen. Und dann sieht das so aus, H ist dann demzufolge 1 durch 2, das ist die 2, und das G, durch was ich jetzt geteilt habe, und hier oben drauf steht V Quadrat. Die 1 hier vorne könnte ich mir natürlich schenken. Und wenn ich das jetzt versuche mit Leben zu erfüllen, sage, naja, wie hoch war es denn? Also, G wissen wir, aber wir brauchen V noch. Dann können wir ja uns an den alten Versuch erinnern und können sagen, wir können ja mal die Endgeschwindigkeit ermitteln. Vorsichtig, das ist praktisch eine Art Nebenrechnung. Vorsichtig. Ich kann nicht einfach sagen, wir haben 1,2 Sekunden gebraucht. Hier T war 1,2 Sekunden für unseren Teilversuch. Ich habe mal 6, damit jeder weiß, was gemeint ist. Und bei der Nebenrechnung kann ich jetzt nicht so rangehen und sagen, V ist S durch T und dann habe ich die Geschwindigkeit, wie das runtergefallen ist. Denn es ist eine beschleunigte Bewegung. Das Ding fällt ja hier immer schneller. Und jetzt lasst uns nochmal ganz schnell ausrechnen, wie war das? Die Beschleunigung, Acceleration, ist V durch T. Das kann ich nach T umstellen und ich kann A durch G ersetzen, denn wir haben es mit der Erdbeschleunigung zu tun. Also, nehme ich mal T und habe demzufolge G mal T soll V. Das ist unsere Nebenrechnung für dieses Ding hier, für das hier. Da geht es dann gleich weiter. So, das jetzt mit Leben erfüllt heißt, ich nehme mal rund 10 Meter pro Quadratsekunde. Jetzt mal T, das waren 1,2 Sekunden. Und das soll V werden. Naja, so schwer dürfte das nicht werden. Die Sekunden, die kürzen sich. Hier bleibt Sekunde stehen, hier bleibt eine 1 stehen. Und ich habe hier 12 Meter pro Sekunde. 12 Meter, ne, hier unten steht dann noch die Sekunde pro Sekunde. Das wird meine V, meine Geschwindigkeit werden, die ich jetzt gleich da oben einsetzen werde. Hier. Ich mache jetzt mal an dieser Stelle weiter, denn hier haben wir mehr Platz. Wenn ich sage, also H ist 1 mal, das schenke ich mir, also die Höhe ergibt sich aus V Quadrat, 12 mal 12 ist 144. Also,
144. Meter mal Meter ist Quadratmeter. Sekunde mal Sekunde ist Quadratsekunde. Das ist also mein quadriertes V. Ne? Und jetzt durch 2. Das ist die 2. Und durch G. Und dann nehmen wir glatterweise 10 Meter pro Quadratsekunde. Durch das mal ist, aber kommt das. Wenn ich das jetzt kürze, dann sehe ich die Quadratsekundenzahlen raus. Und die Meter kann ich kürzen, dann bleibt hier Meter stehen und hier bleibt eine 1 stehen. Und der Rest ist jetzt relativ leicht. Ich kann also. Hier gibt es eine Frage. Also diese 144 Quadratmeter pro Quadratsekunde, jetzt habe ich das durch kurz ein bisschen verwischelt, das ist die quadrierte Geschwindigkeit. Denn ich brauche ja V Quadrat hier. Das brauche ich ja. Ich habe das also eingesetzt. So, jetzt 144 durch 2 ist bloß noch 72 und durch 10 ist 7,2. Und dann sind wir wieder bei unserer 7,2 Meter Höhe. H ist also 7,2 Meter. Wir haben das ganze Ergebnis zwar schon anders ausgerechnet, über S ist a halbe t Quadrat, aber wir haben auch bewiesen, durch den Energievergleich kann man es auch ausrechnen. Und schickerweise fällt natürlich die Masse wieder raus. Das bedeutet letzten Endes, jetzt müssen wir uns mal was überlegen. Wenn ich sage, ich hebe etwas und verleihe ihm potenzielle Energie, die es dann wieder in kinetische Energie umsetzen wird, also hier, ich hebe etwas, wende Arbeit auf, dann hat es potenzielle Energie, was es wieder beim Fallen in kinetische Energie umsetzen wird, dann müsste doch eigentlich aus dieser Erkenntnis hier oben, müsste doch eigentlich, da sich ja auch behauptet hat, dass es 7,2 Meter sind, müsste Folgendes folgen. Und zwar, wenn ich etwas hochschmeiße, ihm also gleich eine Anfangsgeschwindigkeit von 0 verleihe, dann müsste es hier oben eine Geschwindigkeit von 0 haben, dann wieder umkehren und die ganze Energie wieder rückgängig machen. Das heißt, es müsste dieser Gegenstand beim Hochwerfen seine, ob ich es nur aktiv hochhebe oder hochwerfe, bis an diesen Punkt hier oben müsste es wieder diese potenzielle Energie haben, die es dann wieder in kinetische umsetzt. Mit anderen Worten, ein senkrechter Wurf nach oben bedeutet, ich kann sagen, von hier nach hier verleihe ich dem Ding durch eine Anfangsgeschwindigkeit, durch einen Impuls, verleihe ich ihm eine gewisse Geschwindigkeit, welches den Gegenstand bis hier hoch trägt, sodass er hier oben eine potenzielle Energie hat, die umgesetzt in kinetische Energie wieder die gleiche Geschwindigkeit, die gleiche Endgeschwindigkeit wie die Anfangsgeschwindigkeit verleiht. Habe ich das so ausreichend dargestellt? Soweit haben wir es geklärt. Jetzt geht's weiter. Das heißt doch im Umkehrschluss, ich könnte, ohne dass ich weiß, wie groß V0 ist, einen Gegenstand hochwerfen, warten, bis er umkehrt, wieder runterfällt, auf der gleichen Bahn, wenn es geht. So. Und wenn er hier unten ist, müsste er die gleiche Endgeschwindigkeit haben. Aber wie kriege ich die Geschwindigkeit raus? Das heißt, hier V0, also zum Zeitpunkt 0, und hier ist V1, erster Zeitpunkt, da wo er umkehrt, und hier ist V2, oder Ende. Wenn ich hier 1 mache, was ist, wenn ich hier die Zeit messe, von hier bis hier, insgesamt, nämlich die Gesamtzeit, einmal T 0 bis 1 und einmal T 0 bis, Moment, T 1 bis 2, könnte ich dann die Strecke ermitteln und könnte ich dann auch V0 und V2 ermitteln, also gegeben. Nehmen wir mal, ja, probieren wir es mal aus. Wir werden gleich einen Versuch machen dazu. Also, gegeben ist das und die Werte, die werden wir gleich haben, mit entsprechenden Sekunden. Und gesucht ist V0. V1 ist klar, ist 0, also V2. Und die Strecke. Wie hoch ist das Ding geflogen? Oder die Höhe, könnte man auch sagen. Ja. Und zur Verfügung wird uns nur stehen, diese Zeit, und zwar die Gesamtzeit, diese hier, gemessen von Hochwurf bis Runterfall, bis Aufklatsch.
Also das wird unser Tegel. Jo, dann werden wir mal den Versuch starten und machen wir Pause. So, jetzt war das natürlich für unseren Werfer sehr schwierig, genau in Fensterhöhe wieder rauszukommen. Deswegen haben wir hier arg unterschiedliche Werte. Was denn? Immer nett bleiben. So, die unterschiedlichen Werte. Das heißt, da haben wir Ausreißer dabei. Schauen wir uns die mal an. Die streiche ich jetzt auch raus. Da waren 2,5 Sekunden, war ein bisschen lang, dafür war auch die Höhe größer. Hier, diese 2,5, die waren, da ist allerdings Gewicht einen Meter höher geflogen, als es eigentlich sollte. Hier hatten wir es auch. Schwierigkeiten, kann man rauslassen. Ich denke mal mit, naja, 2,6 ist auch ein bisschen stark, ne? 2,06, 2,28, 2,2, 2,27, das ist so die Werte, die man was anfangen kann. Also hier, diese Werte, mit denen kann man wirklich arbeiten. Das war eine schöne Wörter, hat sehr gut geklappt. Daraus könnte man ungefähr 1,15 Sekunden für eine Strecke und die gleiche Zeit für die Zurückstrecke wählen. Das heißt also, unsere Ausgangsüberlegung, dass wir eigentlich aufgrund des Energievergleichs sagen, na und, dann muss die Zeit zum Steigen genauso groß sein wie die Zeit zum Fallen, also kann ich die Gesamtzeit durch zwei teilen, dann habe ich die Sache auch. Jetzt ist der Rest wieder leicht. Warum ist es leicht? Denn ich komme mit S, wenn ich damit mal anfange, ist G halbe T Quadrat, sofort loslegen, wobei ich, Achtung, hier diese 1,1 Sekunden einsetzen muss, na, hier, Achtung, das durch 2 geteilt, 1,15 Sekunden meinetwegen, hier ist vielleicht ein bisschen mehr, also 1,1 Sekunden nehmen wir mal. Und dann ist es leicht, es ist demzufolge 10 Meter pro Quadratsekunde. Hier kommt die 2 hin. Und jetzt oben auf dem Bruchstrich kommt noch 1,1 mal 1,1, ist 1,21 Quadratsekunden. Wir sehen wieder, das kürzt sich wieder wunderbar raus. Quadratsekunden fallen weg. Und ich kriege pure Meter raus, also das lässt sich ganz leicht machen. Entweder ich sage, ich nehme das Ganze mal 5. Indem ich sage 10 und 2, ich kürze, oder ich nehme erstmal 2 und teile es immer 10 und dann durch 2, ist komplett egal. Wir kriegen raus für S, wenn ich hier sage 5 mal 1 ist 5 und 5 mal, also fangen wir damit an, 5 mal 2 ist 10, hier einen Übertrag, kommen wir auf 6,05 Meter. Gut, das passt jetzt nicht mit unserer 7,2 Meter Variante zusammen. Da hatten wir auch andere Zeiten genommen, hat vielleicht nicht ganz geklappt. Wir dürfen noch was nicht vergessen. Unser Werfer hat ab hier geworfen. Denn er hat auch eine gewisse Körpergröße noch dahin. Und demzufolge ist unsere Zeit jetzt kürzer geworden. Gibt es eine Frage? Gut, kommen wir noch zu V. Wir wollten ja noch die beiden Geschwindigkeiten haben. Wobei wir sagen können, diese und diese, die sind gleich. V0, die Anfangsgeschwindigkeit, und die Wiederauftreffgeschwindigkeit müssen gleich sein. Also brauche ich bloß eine Geschwindigkeit auszurechnen. So, wie rechnet man so aus? Jetzt gibt es nur eine Möglichkeit. G ist ja V durch T. So, wenn ich die Zeit schon habe, kann ich das machen. Dürfte kein Problem sein. Ich stelle also um, wenn ich V haben möchte, mal T, und dann geht das Tippekapitur weiter. Ich mache jetzt mal hier weiter. Und setzt gleich ein, 10 Meter pro Quadratsekunde. Und das mal T mal 1,1 Sekunden. Müssten wir die Geschwindigkeit rauskriegen. Und siehe da, hier gekürzt, entsteht ein S, hier entsteht ein 1. Das sind dann 11 Meter pro Sekunde. Das bleibt dann übrig, ne? Hier ist Meter und die Sekunde, die steht unter dem Bruchstrich. Das ist die Geschwindigkeit. Die weicht jetzt ab von unserer, von 12 Metern pro Sekunde. Weil ja, wie gesagt, ein grundsätzlicher Systemfehler da drin ist. Hier die Loslasshöhe, die lag bei 1,5 Metern. Deswegen ist das alles ein bisschen verfälscht. Moment. So, das Ganze ist ja nett gewesen. Wir haben was rausgeschmissen. Und jetzt kommt ein Versuch, den rate ich niemandem zu machen. Ich habe es damals gemacht, aber wir hatten zum Glück ein Dach über dem Kopf. Aber das mache ich im nächsten Video.